Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahme, was kommt am 26. August 2020. Mond befindet sich im Mondhaus Anuradha. Die indischen Astrologen sagen, das bringt Glück. Sie bezeichnen es ein Mensch, der auf Elefanten reitet. Elefant gilt als Glückssymbol und auch Symbol für Wohlstand. In diesem Mondhaus herrscht Antares gegen Ares, gegen Mars, obwohl sehr große Ähnlichkeit hat Antares, diesem königlichen Stern, mit Mars oder Ares. Das ist auch Kraft, aber Antares zeigt das inneren Kraft und das ist unsere Überzeugungskraft, dass wir nicht aufgeben. Im heutigen Tag ist spannend. Mond steht in einer Quadratverbindung zum Merkur. Ein unangenehmes Gespräch oder verletzten Gefühlen, ein Angriff von jemand. Selbstverständlich kann auch bedeuten, dass wir sehr emotional reagieren und sagen wir etwas, was wir später bereuen. Löst auch Unsicherheit aus. Mond steht in einer Quinkungsverbindung zu einem rückläufigen Uranus. Diesen Aspekt erkläre ich immer mit einem Pendel. Stellt euch vor, ich befrage euch. Ihr sollt beschreiben, welche Richtung schlägt es aus. Und die Antwort wäre dann, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Genau so fühlt sich diese Verbindung an. Bei Uranus Einfluss handelt sich um Veränderungen. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir haben keine Ahnung. Bezüglich auf die Merkur-Energie heute auf die Gespräche achten. Sehr überlegend sein, was wir sagen, wie wir das sagen und ob überhaupt etwas sagen sollen. Und wenn diese Worte, diese unüberlegten Worte, was verletzend ist, von anderen kommt, nicht empfindlich reagieren. Das ist jetzt gerade in Luft. Außerdem Mars steht immer noch ein Quadrat zum Saturn und das kann auch ein Angriff sein. Nicht überempfindlich reagieren, sondern wie Antares uns vermittelt, in inneren Kraft bleiben. Aber es gibt auch etwas Gutes. Merkur steht zum Trigon-Verbindung zum einen rückläufigen Uranus. Eine Überraschung, eine gute Nachricht. Mit beiden können wir heute rechnen. Mit einer schlechten Nachricht und mit einer guten Nachricht, mit einer angenehmen Überraschung. Und das war meine heutige Aufnahme. Was kommt am 26. August 2020? Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.